Willkommen zurück zu Folge 29 von Twilight Princess. In der ersten neuen Folge nach unserer dreijährigen Ruhepause ist so viel passiert, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht mal da, wo es auch in der Folge angefangen hat. Und zwar, Santo hat uns überrascht. Unser Gegenspieler, der Fürst oder der König der Finsternis, hat die Schattenkristalle, die wir so eifrig gesammelt haben, an sich gerissen. Und zwar, oh yeah, mit Gewalt. Er hat die uns abgemopst. Mitten hingegen hat er in ein Lichtwesen verwandelt. Das hat er nicht ganz so gut zu Gesicht gestanden. Sie war relativ kreidebleich und dem Ableben nahe. Unsere einzige Rettung war, nach Hyrule Castle uns zu flüchten, dort mit Prinzessin Zelda zu reden, die uns die zwei Dinge getan hat. Sie hat uns A, einen Hinweis gegeben, und zwar, wo ist unsere nächste Mission? Aber erstmal hat sie Midna geheilt unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Wir wissen jetzt nicht, ob Prinzessin Zelda lebt, ob sie tot ist, was mit ihr los ist. Auf jeden Fall hat sie ihre Lebensenergie an Midna weitergegeben. Und das Ganze hat einen positiven Effekt, den man hier auch sieht. Wir befinden uns derzeit in der Lichtwelt und Midna ist tatsächlich zu sehen. Sie ist nicht nur in Schatten, sondern sie ist physikalisch da. Negativ an der Sache war, jetzt ist dieses Teil gespawnt und Link ist immer noch ein Wolf. Wie können wir das ändern? Das ist laut Prinzessin Zelda relativ simpel. Wir brauchen das Masterschwert. Und dieses Masterschwert gibt es wohl im Wald von Firon. Das ist der Wald ziemlich aus dem Anfang. Und ich würde sagen, jetzt da wir auch in der Lichtwelt warpen können, was sehr, sehr praktisch für uns ist, bewegen wir uns da doch einfach mal hin. Erstmal rede ich aber mit ihr, oder ich bin ja schon hingewarpt. Im Heiligen Heim, tief im Innern des Waldes von Firon, findet das Schwert und bricht den Fluch, der auf dir lastet. Okay, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich hier lang muss. Weil, wenn es darum geht... Ah ja, da ist der Affe aus dem Wald schreien. Oh! Okay, die sehen mir so aus, als ob ich sie bekämpfen müsste. Auf jeden Fall wie sehr viel sprödes Holz, was ich da bearbeite. Hast du mich gerettet? Vielen Dank. Jenseits dieser Schlucht habe ich einen wunderschönen Wald entdeckt. Aber als ich versuchte, ins Innere des Waldes zu gelangen, griffen mich plötzlich diese Kerle von eben an. Was mag in diesem Wald nur sein? Ich weiß, was da drin ist. Da ist das Masterschwert drin. Da würde ich mal sagen, mit voller, neu ausgestatteter Energie bewege ich mich da mal hin. Ah, perfekt. Wenn man diesen Abgrund überwindet, gibt es nur noch einen Wald. Wie wär's, Link? Sollen wir uns das mal ansehen? Ja, nur sehr. Gerne. Man braucht Midna tatsächlich, um da hinzukommen. Das heißt, mit der kränklichen Midna, die quasi nur auf dem Rücken so ein bisschen rummeandert, wäre das nicht geglückt. In jedem Fall, ich habe immer noch so viel Geld im Portemonnaie. Okay. Ja, als Wolfsling kann ich keine Items mehr einsetzen. Deswegen bin ich hier so ein bisschen davon abhängig. Ja, das soll genau so sein. Okay. Oh, 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 oh Gott. Ich muss es auch immer knapp machen. Aber hier ist wieder so ein Heulschrein. Oh. Ups. Irgendwas mache ich doch falsch. Okay. Nein, sorry. So soll das nicht sein. Das war doch fast gut. Mensch. Wie oft muss ich das denn noch machen? Na, geht doch. Perfekt. Und jetzt habe ich damit den goldenen Wolf in dieser Umgebung hier freigespielt. Bedeutet, dass ich mir dann
Okay. Bedeutet, dass ich mir dann eine neue okkulte Kunst abholen kann, sobald ich hier mit dem echten menschlichen Link vorbeikomme. Damit habe ich, glaube ich, ganze 2 okkulten Künste, die ich schon abholen kann. Einer befindet sich tatsächlich schon, glaube ich, irgendwie in der Nähe vom Wald von Ferone. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Jo. Und springt in den Abgrund. Naja. Zack. Okay, das ist irgendwo in irgendeinem Fluss- oder Waldgebiet. Ich glaube, einer der anderen war hier unten irgendwo. Also wirklich ganz in der Nähe von der... Ah ja, hier. Das ist relativ nah, aber hilft uns ja nicht, weil wir sind ja im Moment ein Wolf. Dazu müssen wir also, wie angekündigt, in der menschlichen Form sein, damit wir diese okkulte Kunst, also quasi einen neuen Skill, neuen Schwertskill, lernen können. Der Heilige Hain. Sehr sakral. Was haben wir hier? Noch eine Möglichkeit? Irgendwie kriege ich es nie hin. Ah, okay. Zeldas Theme. Das ging schnell diesmal. Der Ton war nicht richtig. Wolfling, da müssen wir nochmal Gesangsunterricht nehmen. Der war ein bisschen flat. Aha. Wer ist das? Skull Kid? Das ist hier Darias Lied aus Ocarina of Time. Okay, also das scheint mir wohl relativ simpel zu sein. Ich werde jetzt hier mit einer Reihe an Challenges konfrontiert. Wenn ich da durch bin, damit fertig bin, bekomme ich wohl das Master-Schwert. Interessanterweise ist das auch ein Schwert, was jetzt nicht nur in Twilight Princess vorkommt. Wer schon mal einen Zelda-Teil gespielt hat, wird wissen, was es damit auf sich hat. Es ist eigentlich immer das legendäre Schwert, was Link bekommt. Und eigentlich auch immer mit eines der stärksten im Spiel. Auf jeden Fall stärker als das Standardschwert. Es gibt dann oft noch so One-Shot-Items, die irgendwie eine begrenzte Durability haben, die halt irgendwie nach ein paar Einsätzen tatsächlich aufhören zu existieren. Wohingegen das Master-Schwert so das Standardschwert ist, dem heilige Kräfte nachgesagt werden. Auch wenn ich mich jetzt wieder vertun könnte, glaube ich, das stammt auch aus A Link to the Past. So denke ich zumindest. Wenn das nicht richtig ist, korrigiere ich mich selbst wieder mit den Untertiteln. Okay. Ich verstehe. Also meine Aufgabe ist, diesen kleinen, was auch immer er ist, Skull Kid, zu suchen. Ihm einen von den Latz zu hauen und ihm dann hinterher zu rennen. Während ich mich durch diese Puppen prügel. Auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall, Soundtrack Recycling ist immer so eine Sache bei Legend of Zelda. Meine Theorie ist, sobald neue Monster spawnen, bin ich hier auch wieder richtig. Okay, scheinbar auch nicht. Die Dinger machen mir jetzt nicht ganz so viele Probleme, weil sie einfach nur erscheinen und dann haue ich einmal dagegen und dann sind sie Schrott. Okay. Nee, ich will nicht warpen. Also ich würde es ja mal interessant finden, in Wolfsgestalt
durch Hyrule zu zappeln. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht die letzte Möglichkeit, ist das zu tun. Okay. Also irgendwie weiß ich jetzt nicht mehr ganz so sehr, wo es hier lang geht. Da ich immer mehrere Folgen am Stück aufnehme. Hä? Bin ich immer noch nicht gesundet seit der letzten Folge? Spawnen die neu oder muss ich tatsächlich mich hier einmal durchprügeln? Hm. Gehen wir doch mal den guten alten. Ah, hier scheint es weiterzugehen. Oder wieder zurück, aber auf jeden Fall versuche ich hier mal mein Glück. Das sieht mir neu aus. Rubine interessieren uns nicht. Okay. Ja, du sagst es mit, ne? Was sagst du denn? Puh, was für ein flinkes Kerlchen. Aber der scheint gar nicht wegzulaufen, sondern uns irgendwohin locken zu wollen. Okay, ja dann... Wohin denn? Freund Blase. Wie wär's mit hier? Ah ja, gut, okay, ich verstehe. Ich muss dem Trompetensound folgen. Was jetzt auch nicht der richtige Weg war. Okay, die Teile sind echt flink. Okay, das ist so, wo man links so ein bisschen gelbes Gestrüpp sieht und dann geht er nach rechts. Okay, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Ist das hier richtig? Nee, das scheint tatsächlich auch nicht richtig zu sein. Die Suche nach dem komischen Kerlchen. Wahrscheinlich eher geeignet für Leute, die jetzt auch imstande sind, sich ohne Karte zu orientieren. Was man mir jetzt nicht unbedingt vorwerfen kann. Ich gehe mal zurück. Das einzige Problem, was ich mit diesen Viechern habe, die sind echt flink. Deswegen kann ich die nicht so gut ignorieren. Ah ja. Das... Ah, da oben ist er. Okay, ich muss ja irgendwie nach oben kommen. Jetzt hat die Frage, ob mir hier Midna hilft. Nein, also es scheint schon ein richtiger Instinkt von mir gewesen zu sein. Mich hier erstmal hochzukämpfen, stimmt. Da war ich ja eben, da ging es nicht weiter. Das ist jetzt meine Hoffnung und Vermutung, dass ich hier jetzt oben lang kann. Genau. Oh, das war wieder knapp. Beinahe ordentlich daneben gesprungen. Okay, jetzt hat sich mir diese Tür aufgemacht. Da komme ich also hinterher. Ja, ja. Ach ja. Gut. Der Weg ist relativ selbsterklärend. Oh! Eine Lichtung.
Oder eine Ruine, besser gesagt. Es ist ja das Gleiche, eine Ruine und eine Lichtung. Okay. Sein Gesichtsausdruck hat sich nicht geändert, aber jetzt scheint er irgendwie wütend zu sein. Okay. Davon habe ich jetzt schon eine ganze Menge besiegt. Wieder bestimmt irgendeinen Trick bei. Ach, vielleicht muss ich ihn mit dieser Fähigkeit hier besiegen? Nee. Hä? Das, ich erinnere mich daran, da war ein Trick bei. Ich bin natürlich wieder viel zu beschränkt, um zu wissen, was für einer. Liegt es hier irgendwie daran? Wühlen? Kann ich hier irgendwie was machen? Also hier scheint irgendwas zu sein, was ich... Es gab irgendeinen Trick dabei, aber ich weiß bei Gott nicht mehr welchen. Was sagt Midna denn? Ups, nein, nicht warpen. Versuche ihn zu treffen, wenn er mit seiner Trompete beschäftigt ist. Jetzt sind 6 Stück. Ich verstehe. Aha. Okay. Ist mir eben so ein bisschen entgangen, tatsächlich. Jetzt ist wieder nur 6. Oder 7. Ich glaube, es sind 7. Jawohl. Okay. Da hätte man drauf kommen können, dass das der Rätsel Lösung ist. Hihihihi, fang mich doch. Okay. Dann versuche ich dich halt zu fangen. Okay. Ajo. Was haben wir hier? Okay, also hier muss ich wohl heulen. Einen Schluck aus der Wasserflasche. Oh geil, ein Rätsel. So, jetzt einmal mit Intelligenz.
Wir sind die, die über dieses Gebiet wachen. Führe uns zurück dahin, wo wir dir einst gestanden haben. Tust du das nicht, bleibt dir der Weg in den Heiligen Hain verschlossen. Okay, ich verstehe. Lass mal kurz überlegen. Okay. Ja. So. Fast. Autsch! Gut, es war, in der Theorie war das nicht so dumm. Aber ich weiß jetzt auf jeden Fall Bescheid, dass ich da jetzt erstmal nicht... Okay, mein erster Schritt ist schon mal festgelegt. Ich kann wieder nach... Ich muss nach links oder nach rechts gehen. Dann gehe ich nach unten. Dann nach rechts. Dann nochmal nach rechts. Dann nach hier. Jetzt nach hier. Dann nach hier. Nach hier. Nach... Außen. Nach hier. Nach hier. Nach hier. Ja. Nein. Oh nein, ich bin so dumm. Ich bin so scheiße dumm. Fuck it. Nein. Oh nein. Och Mann, ich hat's doch. Und dann springe ich depp in die falsche Richtung. So, jetzt nochmal und mit Gehirn. Na geht doch. Fucking hell. Führt es uns zurück auf unseren rechten Platz. So mach dich nun bereit. Tritt ein in unser Heiligtum. Juti! Das machen wir doch direkt. Und da ist es. Der Heilige Hain. Das Masterschwert. Ansehen. Und wie gesagt, dieses Schwert gibt es in so ziemlich jedem modernen Zelda. Es hat magische Kräfte, das Böse zu bannen. Die Dunkelheit. Aha. Was haben wir da eigentlich? Was ist das denn? Okay. Weltklasse. Das Schwert erkennt dich als seinen Meister an. Guckt ein bisschen lasziv. Toll. Dieses kleine Ding verfügte über die Magie, die dich gefesselt hielt. Das ist schon etwas ganz anderes als die Magie der Schatten, über die wir verfügen. Pass auf, wenn du den Klumpen berührst, wirst du wieder zum Tier. Dieses Ding ist so gefährlich, wir sollten es gleich hier vernichten. Oder, warte mal, solange wir das hier haben, können wir dich jederzeit in ein Tier verwandeln, oder? Außerdem ist es schließlich ein Geschenk von Santo. Wäre doch unhöflich, wenn wir es nicht bei Gelegenheit verwenden würden.
Ja, sehr unhöflich. Von dem Typen, der dich fast getötet hätte. Sag mir ganz einfach Bescheid, wenn du deine Gestalt wechseln willst. Ich erledige das dann für dich. Dadurch kann ich dich jetzt auch jederzeit warpen. Du musst nur die Wolfsgestalt annehmen, dann geht das ganz einfach. Und übrigens, Link, ich hätte da eine Bitte an dich. Ja? Hast du nicht Lust, mit mir zusammen den Schattenspiegel zu suchen? Er ist irgendwo in Hyrule. Weißt du, der Schattenspiegel ist womöglich der einzige Weg zu Santo. Ja. Das können wir wohl machen. Nachdem wir ein paar okkulte Fähigkeiten erlernt haben. Oder okkulte. Künste heißt das ja. Richtigerweise. Und genau, ich habe jetzt die Möglichkeit, mich jederzeit beamen zu lassen. Also erstmal habe ich, was schon mal eine ganz gute Hilfe ist, ein besseres Schwert. Ich kann mal drauf gucken, was das hier sagt. Von Weisen geschmiedetes Schwert. Böse Menschen können es nicht einmal berühren. Schwinge es mit A steckst du es weg. Ich weiß nicht, damals war es so, wenn du eine volle Energieleiste hast, dann kannst du damit auch sogar schießen. So. Wellen schießen, das ging in einigen Zelda-Teilen. Offensichtlich nicht in diesem, zumindest jetzt noch nicht. Was ich aber machen kann, genau, ich habe jetzt eine Menge cooler Skills. Okay, jetzt ist mitten da plötzlich wieder dieses Schattenwesen. Aber ja, ich kann jetzt zum Beispiel hier zurückgehen nach Latuan in die Ordon-Quelle. Oder Ordon, wie auch immer, Quelle. Geht nur, wenn ich mich in einen Wolf verwandle. Und ich würde sagen, als Ausklang dieser Folge bringe ich mir selbst nochmal zwei okkulte Künste bei. Tatsächlich werde ich jetzt auch mal als Wolf durch die Gegend rennen. Denn das scheint mir tatsächlich ein bisschen schneller zu sein. Bin ich hier überhaupt richtig? Nein, bin ich nicht. Ich hätte einfach da bleiben sollen, wo ich herkam. Ich dachte aber, vielleicht freundlicherweise, da ist er doch schon. Komm wieder zu mir, wenn du ein Schwert in der Hand hältst. Nichts leichter als das. Zack. Und dann bin ich auch schon direkt in dem richtigen Feld dafür, um die nächste okkulte Kunst zu lernen. Bisschen übersaturiert, der Gute. So treffen wir uns wieder. Dank deiner Anstrengungen ist etwas Leben nach Hyrule zurückgekehrt. Aber noch ist es zu früh, um auszuruhen. Bist du bereit, eine weitere okkulte Kunst zu erlernen und dich für die künftigen Kämpfe gegen noch stärkere Gegner zu wappnen? Ja, klar doch! Also gut, aber zuvor zeige mir, ob du die Schildattacke beherrschst, die ich dir das letzte Mal gelehrt habe. Also los, greif mich an. Bam. Na? Sehr gut. Du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann die dritte okkulte Kunst. Der Rundumhieb. Mhm. Also ich weiß, dass diesen... Bei Gegnern, die nicht nur ein Schild, sondern eine Ganzkörperrüstung tragen, kannst du mit der Schildattacke nichts ausrichten. Häufig schützen solche Gegner jedoch nur ihre Vorderseite, nicht ihren Rücken. Visiere mit Z an, halte links oder rechts gedrückt und springe mit A mehrmals, sodass du hinter ihn rollst. Triff ihn dann mit dem Schwert. Okay, das nennt man Rundumhieb. Versuche nun, einen solchen Hieb an mir auszuführen. En garde. Okay. Rolle dich hinter den Gegner, indem du rechts oder links springst, schwinge im Sprung dein Schwert. Ich verstehe. Beim Rollen. Deine Körperbeherrschung ist gut, aber denk immer an den richtigen Zeitpunkt im Sprung den Hieb auszuführen. Ich hätte mir ernsthaft gewünscht, also weiß nicht, das Soul Calibur oder sowas, muss man die mehrmals hintereinander machen und dann hat man es tatsächlich auch drin. Weil einmal das mehr oder weniger aus Zufall zu machen. Wobei ich auch immer nicht besonders gut darin bin, mir die Tutorials auch durchzulesen. Das muss ich ehrlicherweise gestehen. Oder beziehungsweise sie nicht nur durchzulesen, sondern auch zu verstehen. Okay. Ja, was nehme ich? Ich nehme da, glaube ich, sogar das hier. Wunderbar. Und dann bin ich mal gespannt,
ob wir dann hier noch die vierte okkulte Kunst finden. Auf jeden Fall sieht der Hylia-See jetzt wieder ordnungsgemäß aus. Echt schön, echt wunderbar. Was haben wir hier? Man sieht so gut. Ah. Oh, hallo, ich bin Christa. Es gibt hier eine sagenhafte Attraktion. Willst du sie nicht auch mal ausprobieren? Jetzt nicht. Oh. Okay, dieser Vogel wollte nicht mit mir sprechen, als ich noch ein Mensch war. Ich nehme an, das ist irgendwas Tierspezifisches. Also, ich darf das nicht vor Leuten machen. Okay, dann machen wir das nochmal anders. Ich habe noch eine Idee, wo dieser komische goldene Wolf sein könnte. Und zwar, es könnte sein, ich bin noch nie... Ja, ja. Noch nie durch das Südtor von Hyrule Stadt gegangen. Link, wo bist du? Hallo Link, ich habe Post für dich. Hier steht auch der Absender, Thelma. Sagt dir das etwas? Ja, na sehr. Also das wäre erledigt. Und ab die Post. Ich fürchte, das wird wieder so eine Scheiße. So eine XXL-Folge. Aber den Brief von Thelma, dringend. Im Moment befinden sich in meinem Laden einige Leute, die ich dir unbedingt vorstellen muss. Bitte komm so schnell du kannst. Meine Freunde werden sicher auch dir eine große Hilfe sein können. Also lass sie nicht lange warten. Wir treffen uns im Wirtshaus von Hyrule Stadt. Alles klar, Thelma, da bin ich fast da, aber ehrlich gesagt interessiert mich diese okkulte Kunst mehr. Ich muss mal eine Kleinigkeit gegen den Hustenreiz trinken. Achso, und übrigens, diesem Herrn kann... Was ist mit ihm jetzt eigentlich? Vielleicht eine kleine Spende für den Frieden in Hyrule? Ja. Ich gebe ihm jetzt einfach nochmal Geld, weil ich hab so viel davon. Reicht erstmal. So, und dann mache ich mich mal zum Südausgang, weil, ja, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, zu diesem Wolf zu kommen, ist durch den Südausgang zu rennen. Ah, sehr erfrischend, dieses Wasser. Das Treiben in Hyrule-Stadt ist auf jeden Fall um einiges bunter geworden. Ebene von Hyrule. Ah ja. Okay, jetzt. Ah, mein Instinkt hat es dann tatsächlich auch beim 38. Mal geschafft, diesen Wolf zu lokalisieren. Wenn ich ihn jetzt nur noch... Okay, ist so eine... Was? Nein, ich will das Gegenteil davon. Ich habe einen Marienkäfer gefangen. Oh. Glaubt man's denn? So, jetzt wollen wir diese Karte nochmal. Wo ist dieser Wolf? Also ich scheine direkt auf ihn zuzurennen, ja. Hä? Oh, ein Geist. Ah, sehr gut. Ich kann jetzt auch einen Fangstoß als Wolf. Oder zumindest bei ausgewählten Gegnern. Das hat sich jetzt auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ich habe jetzt den zweiten Geist bekommen. Und ebenfalls auch einen weiteren Käfer für... wie hieß die Gute nochmal? Total vergessen. Für ihren Insektenball. Wie hieß die Gute denn jetzt noch? Fällt's mir wieder ein. Fragen über Fragen. Ah, da ist er doch. Dann bring mir doch noch bitte die
okkulte Kunst bei. Und wieder begegnen wir uns. Die nächste okkulte Kunst, die ich dich lehre, ist die beste von allen. Deswegen bringe ich dir sie als viertes bei. Allerdings wird sie sich enorme Kraft kosten. Willst du diese Technik trotzdem erlernen? Natürlich, so soll es eine. Aber zuvor zeige mir, ob du den Rundumhieb beherrschst, den ich dir das letzte Mal gelehrt habe. Los, greif mich an. Yes. Das ging besser als beim eigentlichen Erlernen. Sehr gut, du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann die vierte okkulte Kunst, der Helmspalter. Das ist spannend. Das ging doch brutal. Bei Gegnern, die trotz schwerer Rüstung sehr flink sind, ist es unmöglich, mit dem Rundumhieb auf ihre Rückseite zu gelangen. Solche Gegner stößt du zunächst mit einer Schildattacke zurück und gleich darauf drückst du A. So schwingst du von oben, kommt dein Schwert über dem Kopf deines Gegners und triffst auch von hinten, während du auf ihn herabsaust. Das ist eine schwierige Umschreibung. Okay. Das ist der Helmspalter. Versuch's mal. Okay, also Schildattacke dann direkt A mit irgendeinem vernünftigen Timing. Ah ja. Ich verstehe. Das klingt tatsächlich praktisch. Das war gut. Vergiss nicht, direkt nach der Schildattacke mit A anzugreifen. Damit hast du die vierte okkulte Kunst, den Helmspalter, erlernt. Okay, er braucht aber viel Kraft. Was bedeutet das? Du hast die vierte okkulte Kunst in den Helmspalter erlernt. Ja, ja. Nun gibt es noch drei okkulte Künste, die du lernen musst. Übe dich täglich in Schwertkampf. Nur so wirst du die okkulten Künste tatsächlich meistern. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Und dann würde ich sagen, diese Folge ging auch schon wirklich lange. Was eigentlich nur mal so ein kurzer Errand Run sein sollte. Wo es wirklich einfach nur darum geht, die zwei okkulten Künste zu lernen, ist dann doch ein bisschen ausgeartet. Aber ich hoffe, das zu entschuldigen. Goldinsekten haben wir jetzt auch einige. Finden wir jetzt halt noch heraus, wie die Dame heißt? Oder muss ich das nachgucken? Scheinbar schon. Okay, dann wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge machen wir dann die 30 voll. Ich freue mich schon. Vielen Dank dann für eure Treue und dann bis zum nächsten Mal bei Twilight Princess.